Hallo Freunde von der Misi-Tablette und herzlich willkommen zu einem kleinen X-Mess-Special beziehungsweise einfach auch mal ein paar Grüße an unsere ganzen Zuschauer. Weihnachten steht vor der Tür, es ist exakt der 19.12.2014, heißt nicht mehr lang, dann ist schon Weihnachten und wir alle von der Misi-Tablette, sowohl der Rockbock als auch Hackbart, als auch ich wünschen euch und eurer Familie ein frohes, besinnliches Fest und hoffentlich kommt ihr auch, falls wir uns dazwischen nicht sehen, auch gut über den Neujahrswechsel. In der Zeit wird es von uns wahrscheinlich ein bisschen ruhiger werden, um uns ein bisschen ruhiger werden, weil wir dann auch unsere Zeit am liebsten mit unserer Familie verbringen und dann auch unterwegs sind. Ich werde in Berlin sein, zeitweise, und da werden halt nicht so viele Videos kommen können wie sonst so häufig. Wir haben aber ein bisschen was vorproduziert, sodass wir ein bisschen was schon rausbringen werden, aber vielleicht reagieren wir nicht sofort auf die Kommentare und auf die Nachrichten, die ihr uns so schreibt. Deswegen verzeiht uns das. Außerdem soll das auch dazu dienen, dass ich mal ein paar Weihnachtsfragen beantworte, die mir so gestellt wurden. Und zwar hat die liebe Sephelia mich getaggt, mehr oder minder, und hat gesagt: Hey, beantworte doch mal ein paar Weihnachtsfragen. Das sind so 10 Stück. Und die muss ich gleich mir nochmal ansehen, die habe ich nicht alle im Kopf. Und dann werde ich euch alle Fragen, zumindest von meiner Seite aus, beantworten. Ob die anderen zwei Jungs das noch machen, wage ich derzeit zu bezweifeln. Ich habe mich extra für euch hübsch gemacht. So, schnell wieder aufsetzen. Sonst sehe ich nicht mehr nur so halb so niedlich aus. So. Ja, das ist so ein kleines Weihnachts-Goodie, was ich mir einfach jetzt mal aufgesetzt habe, um ein bisschen weihnachtliches Flair zu verbreiten, weil in meinem ganzen Zimmer, und es tut mir leid, ich kann auch euch nicht alles zeigen, gibt es keine Weihnachtsdekoration, nur Geschenkkartons. Aber das kann man nicht als Dekoration zählen. Und zwar wurden wir gefragt, oder wurde ich gefragt, magst du Weihnachten? Grundprinzipiell mag ich Weihnachten. Ich finde, Weihnachten ist ein schönes Fest, solange es nicht so sehr zu Kommerz verkommt. Ich besuche gerne. Ach so, ich glaube, das ist sowieso noch eine Frage. Ja, gehst du gerne auf den Weihnachtsmarkt? Ist doch eine spätere Frage. Also ja, grundprinzipiell, ich mag Weihnachten. Ich mag das drumherum. Ich mag auch die Dekoration. Weihnachten liegt relativ nah an meinem Geburtstag. Ich habe am 28.11. Geburtstag. Weihnachten ist ja dann am 24.12. Prinzipiell finde ich das immer ganz gut. Da ist ein bisschen das dazwischen. Da kann man dann trotzdem noch Geschenke bekommen. Deswegen Weihnachten ist voll toll. Ja, aber es ist ja nicht Weihnachten alleine. Hast du einen Adventskalender? Wenn ja, welchen? Nein, dieses Jahr habe ich keinen Adventskalender. Ich habe es einfach verpasst, mir einen zu kaufen. Und als ich mir überlegt hatte, ich könnte mir einen kaufen, war ja auch schon so der 10.12. Dann habe ich mir gedacht, dafür musst du dir jetzt auch keinen mehr holen. Ist ja auch Wurst. Schoki kann ich mir auch anderweitig holen und organisieren. Dekorierst du oder schmückst du dein Zuhause? Wenn ja, von wann bis wann? Also grundprinzipiell geht das so los, dass ich erst ab dem 29.11. schmücke. Nach meinem Geburtstag ist erst das Schmückdatum, das heißt, danach geht es erst richtig los. Und klar, ich habe Dekorationen, ich habe einen Weihnachtsbaum rumstehen, ich habe auch einen Weihnachtsstern, ich habe der so am Fenster hängt, an meinem Terrassenfenster, Balkonfenster wollte ich sagen. Und ich habe auch so ein bisschen mir so Adventskerzen geholt. Dann habe ich auch bunte Adventskerzen, die ich dann halt auch so anzünde. Also ein bisschen was ist vorhanden. Es ist nicht viel. Nicht so viel, wie ich es von zu Hause aus her kenne. Da ist es immer schon relativ viel gewesen. Da hat man auch noch die Fenster besprüht und hat dann noch richtige Förmchen für gehabt. Das ist jetzt hier nicht mehr so der Fall. Vierte Frage wäre: Was ist dein Lieblingsweihnachtssong? Did They Know It's Christmas Time? Finde ich immer ziemlich cool, auch von Band 8 und alles, was so drumherum geschieht. Also all diese Weihnachtssongs, die dazu aufrufen, einfach ein bisschen mehr füreinander da zu sein. Finde ich ganz cool. Hab jetzt auch in letzter Zeit wieder neuere Weihnachtslieder mal gehört, wo man noch nicht so genau weiß, okay, mag ich die jetzt oder mag ich die nicht so. Das stellt sich wahrscheinlich noch heraus, wenn ich es ein paar Mal häufiger gehört habe. Aber so als klassischer Weihnachtssong, Let Them Know It's Christmas Time, das ist schon ziemlich gut. Das finde ich auch gut in jeder Version, jedes Jahr immer wieder. Was isst du an Weihnachten am liebsten? Bei mir zu Hause, wenn ich im Weihnachten zu Hause bin, gibt es immer Kartoffelsalat und Würstchen. Und das gibt es die ganze Zeit. Also immer. Und deswegen gibt es nichts anderes, was ich am liebsten essen würde. Meine Mutter macht einen wunderbaren Kartoffelsalat selbst. Deswegen finde ich das umso toller, wenn ich dann zu Hause bin, dass ich wieder einen leckeren Kartoffelsalat bekomme mit ein paar Wiener Würstchen dabei, ein bisschen Senf.
reicht auch schon, ganz klein gehalten, es wird nicht mehr. Wir hatten auch mal ein Jahr Ente à la Orange gemacht. Das hatte ich sogar teilweise ein bisschen selber in Angriff genommen. Muss aber nicht. Es reicht mir, wenn es der klassische Kartoffelsalat mit Bockwürstchen ist. Wen beschenkst du zu Weihnachten? Grundsätzlich beschenke ich alle meine Freunde und meine Familie. Ich könnte sie jetzt alle aufzählen, hat aber nicht so viel Sinn. Das heißt, alle, die mir nahestehen, die kriegen auch Geschenke. Mit einigen hat man halt Absprachen, so hey, wir beschenken uns nichts oder wir sehen uns auch nicht. Dann hat das auch nicht so viel Sinn, uns da was zu schenken. Und von daher gibt es halt nur ein paar, wo ich dann auch wirklich Geschenke mache von Freunden und Familie und so weiter und so fort. Gehst du gern auf den Weihnachtsmarkt? Nee, brauchst du an Weihnachten Schnee? Ist die nächste und der siebte Frage. Ich brauche an Weihnachten keinen Schnee. Es ist natürlich schöner vom Gesamtambiente gesehen her, wenn Schnee liegt. Aber wenn jetzt keiner liegt, bin ich auch nicht böse. Sind die Bahnen bzw. die Straßen nicht so glitschig und voller Schnee? Das ist auch als Autofahrer ganz angenehm, aber auch als Fußgänger, dass man nicht überall auf die Fresse fällt. Also man kann jetzt immer noch ganz bequem durch die Gegend fahren, und wenn Schnee liegt, ist das alles ein bisschen komplizierter. In Berlin war das immer so, dass Schnee quasi das Ende der Welt bedeutet hat und nichts mehr gefahren ist, Busse nicht mehr richtig gefahren sind, S-Bahn war sowieso zu vergessen, das ging gar nicht mehr. Hier ist das alles ein bisschen entspannter in Münster, aber trotzdem, mir ist es Wurst, ob jetzt Schnee liegt oder ob es jetzt kein Schnee liegt. Gehst du gerne auf den Weihnachtsmarkt? Was machst du dort am liebsten? Ja, ich gehe gerne auf den Weihnachtsmarkt, allerdings gehe ich nicht gerne auf große Weihnachtsmärkte. Große Weihnachtsmärkte sind davon geprägt, dass sie nur noch Fressbuden und Saufbuden sind und man dort eigentlich an jeder zweiten Ecke einen Panflötenspieler findet, der seine CDs verkaufen möchte und all so ein Scheiß. Also wenn es einen Weihnachtsmarkt gibt, und ich war jetzt auch auf einem, der ist bei einem Bauernhof gewesen. Da gab es alles nur selbstgemachte Sachen, alles handwerklich selbstgemacht, eine Schauschmiede, sowas finde ich gut, sowas mache ich auch gerne und schaue ich mir auch gerne an. Was mache ich da am liebsten? Eigentlich stelle ich mich gerne mit Freunden, Verwandten einfach hin, trinke genüsslich in der Kälte einen Glühwein und dann reden wir einfach ein bisschen oder schauen uns halt ein paar Stände an. Aber grundsätzlich ist dieses Beisammensein auf so einem Weihnachtsmarkt für mich das Entscheidende und das mache ich auch sehr gerne. Dein schönstes und schlimmstes Geschenk an Weihnachten? Ich glaube, mein schlimmstes Geschenk an Weihnachten war tatsächlich, dass ich einfach mal Boxershorts bekommen habe, die ja nicht so optimal ausgewählt waren, würde ich jetzt sagen. Ja, und so war ein Boxershorts das ungewöhnlichste Geschenk. Das schönste Weihnachtsgeschenk, was ich mal bekommen hatte, boah, das weiß ich alles gar nicht mehr. Es gab so viele schöne Sachen, die man immer mal bekommen hat. So viele tolle Sachen auch von Tassen, die ich wirklich gebraucht habe und nicht nur so ein bisschen Pimperlapimp waren, bis hin zu damals die Spielzeuge, die man so bekommen hat, Brettspiele, die man so auch im Erwachsenenalter bekommen hatte. Also was war schon ziemlich cool und war ziemlich schön. Deswegen könnte ich jetzt gar nicht genau sagen, was das Schönste war. Da müsste ich lange drüber nachdenken, das will ich euch nicht antun. Wie verbringst du den Heiligen Abend? Ich verbringe den Heiligen Abend bei meinen Eltern. Werde dort Kartoffelsalat und Wiener Würstchen essen und werde mich darüber freuen, da mal zu sein, weil es ist relativ selten, dass ich direkt zu Heiligabend zu Hause bin. Werde dafür am Heiligen Abend erstmal nach der Arbeit losfahren, mich auf die Autobahn begeben, nach Berlin düsen, und wenn ich dann da bin, dann wird es schön Kartoffelsalat mit Würstchen geben. Und darauf freue ich mich schon tierisch. So, das war's erstmal von unserem kleinen Weihnachtseinblick. Schaut gerne bei den Videos, die kommen rein. Da lasst uns Kommentare, alles Mögliche, was ihr so gerne machen möchtet. Wenn wir uns nicht sehen sollten, wenn wir uns nicht hören sollten oder lesen sollten in einer bestimmten Form, dann wünsche ich euch ein frohes Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Kommt gesund rüber und wir sehen uns. Bis dahin. Ciao, ciao.